Lithium-Eisenphosphat-Akkus werden sich nie durchsetzen. Oder? Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier aus meiner Werkstatt. Ich bin der Michael und heute geht es um unsere Erfahrungen mit unserem ersten Lithium-Eisenphosphat-Akku in den letzten 7 Jahren. Letztens habe ich einen Kommentar in den sozialen Medien gelesen, über den musste ich herzlich lachen und da habe ich beschlossen, dieses Video hier zu machen. Dort hat jemand geschrieben, sie würde sich niemals eine Powerstation mit Lithium-Eisenphosphat-Akku kaufen, denn dieser Akkutyp, damit gäbe es noch nicht ausreichend Erfahrungen. Wie viele Jahrzehnte Erfahrung brauchen wir denn? Ich habe mich wieder 8 Jahre zurückversetzt gefühlt, denn damals, 2014, habe ich mich das erste Mal mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus bzw. Lithium-Eisen-Yttrium-Phosphat-Akkus beschäftigt. Die damals vorherrschende Bauart im Wohnmobilbereich, also das ist der Bereich, womit ich mich da natürlich befasst habe, ein Akku für unseren Sprinter, darum ging es damals, die vorherrschende Bauart waren Winston-Zellen, also Lithium-Eisen-Yttrium-Phosphat, diese gelben, robusten Zellen und das Libro-BMS, wo auf jede Zelle eine Platine, eine Überwachung kommt, mit der man dann ein oder zwei Relais zur Abschaltung steuert. Also das Relais oder die beiden Relais dienen dann zur Unterspannungs- oder Überspannungsabschaltung, das kann man kombiniert machen oder so wie ich, für jedes Einzelne. Warum und wie und was, das habe ich euch schon in einem anderen Video bzw. auch auf unserer Website erklärt. Video verlinke ich oben, Website verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Also das heißt, damals, vor 8 Jahren, war diese Bauweise, mit der ich dann ja auch unseren Akku und später auch den zweiten Akku für unseren Jeep gebaut habe, vorherrschend. Die ersten Akkus dieser Bauart liefen damals schon über 2-3 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt schon über 10 Jahre Erfahrung damit. Also nochmal die Frage, wie viele Jahrzehnte Erfahrung braucht man denn? Ja, und eben damals gab es auch in den einschlägigen Foren schon die Meinungen der Bedenkenträger, dass diese Akkus nicht dauerhaft funktionieren oder diese angegebene Lebensdauer nie erreichen und sowieso viel zu teuer sind und dass sich das nie durchsetzen wird. Und es war damals auch die Zeit, wo die ersten Fertigakkus, die kompletten Akkus, also Zellen plus BMS in einem Gehäuse auf den Markt kamen. Das waren damals 100 oder 150 Amperestunden Akkus für 3000 bis 4000 Euro. Später kamen dann die blauen Zellen und die schwarzen Zellen, also Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen ohne Yttrium. Und DALI-BMS und ja, halt diese ganzen Komponenten, mit denen man heutzutage üblicherweise so einen Lithium-Eisenphosphat-Akku selbst baut. Aber in diesem Video soll es natürlich nicht nur um die theoretischen Erfahrungen und irgendwelche Beiträge in Foren und so weiter gehen, sondern natürlich auch um unsere Erfahrung mit unserem selbstgebauten Lithium-Eisenphosphat-Akku, der seit über 7 Jahren problemlos im Betrieb ist. Die Kurzform, seitdem der Akku im Sprinter verbaut ist, haben wir keine Stromprobleme mehr. Und der Sprinter hat 40 Kilo weniger auf der Waage. Dann kommen wir nun zur langen Version. Den Akku habe ich damals nach sehr, sehr langer Recherche schließlich im Dezember 2015 selbst gebaut. Also das heißt, wie schon gesagt, der ist jetzt seit über 7 Jahren im Betrieb. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie viele Tage, wie viele Wochen waren wir jetzt mit diesem Akku eigentlich auf Reisen. Das lese ich jetzt ab. Wir waren Ostern 2016 unterwegs, Westalpen 2016, Irland 2017, Westalpen 2017, Norwegen 2018, Irland über den Winter 1920, Ostern, Corona-Zeit 2021 in Deutschland, Schweden 2021, Irland über den Winter 2021-22 und unsere große Reise vom Juli diesen Jahres bis jetzt, ich nehme das Video jetzt gerade am 1. Januar auf, unsere große Reise durch Skandinavien, wir waren jetzt 4,5 Monate unterwegs. Das heißt, in Summe sind es 53 Wochen. Dazu kommen noch so ein paar Wochenendtrips, die wir immer wieder zwischendurch gemacht haben. Da habe ich jetzt mal gesagt, das waren so ungefähr auch nochmal 4 Wochen. Das heißt, in Summe sind wir bei 57 Wochen, also ungefähr 400 Tage. Und da kommt aber noch dazu, dass wir den Sprinter bei unserem Haus als Bauwagen genutzt haben. Ungefähr 8 Monate lang, jeweils ca. 3 Tage die Woche, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt ungefähr 3 Tage die Woche oder halt 3 Tage am Wochenende. Das heißt, da kommen auch nochmal 100 Tage drauf. Dann kommen wir also in Summe auf ungefähr 500 Tage Nutzung und somit 500 Zyklen, die dieser Akku in den letzten 7 Jahren gesehen hat. Und das wären mehr, wenn wir nicht noch einen zweiten Camper hätten. Und in dem haben wir übrigens genauso einen Akku verbaut. Diese 500 Zyklen sind aber keine vollständigen Zyklen, also nicht vollständig geladen und dann vollständig entladen, sondern wir entladen den so um die 50% im Schnitt. Also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt 50%. Ich habe das über die Jahre nie mit dokumentiert, ich habe da keinen Sinn drin gesehen.
Habe das aber jetzt auf unserer Langreise mal ein bisschen mitgeträgt. Und zum Beispiel sehen wir hier den Oktober und da sieht man im Schnitt ungefähr 50% Entladung. Zu diesem ganzen Thema Energieverbrauch und Solarertrag und so weiter auf unserer langen Reise wird es auch in diesem Jahr noch ein Video geben. Dann kommen wir jetzt zu ein paar Details, wie dieser Akku in den letzten 7 Jahren geladen wurde. Zu Anfang haben wir den Akku mit einem Ladebooster mit einer Ladeschlussspannung von 14,8 Volt geladen, also 3,7 Volt pro Zelle. Mittlerweile haben wir andere Ladegeräte verbaut, einen B2B-Lader und einen Solarladeregler mit jeweils 14,4 Volt Ladeschlussspannung, also 3,6 Volt pro Zelle. Warum zuerst 14,8 Volt? Das war halt unser altes Ladegerät, was eigentlich für den AGM-Akku, der vorher drin war, gedacht war. Und das hatte halt keine Lithium-Ladekurve, sondern nur eine AGM-Ladekurve mit 14,8 Volt Ladeschlussspannung. Das kann man prinzipiell so machen, das funktioniert. Ihr müsst nur bei Lithium-Eisenphosphat, also ohne Yttrium, aufpassen. Bei negativen Temperaturen dürft ihr damit nicht laden. Moderne Lithium-Ladegeräte haben halt die Funktion, dass die unter 0 Grad nicht laden, über einen entsprechenden Temperatursensor. Das hatte dieses Ladegerät damals auch nicht, ist aber halt bei den Winston-Zellen kein Problem. Mittlerweile haben wir jetzt Votronic-Ladegeräte verbaut. Videos dazu verlinke ich oben. Ein Votronic B2B-Lader, wie gesagt, Lithium-Ladekurve und 14,4 Volt Ladeschlussspannung sowie ein Votronic MPP-Solarladeregler, ebenfalls mit 14,4 Volt. Dort kann man die Spannungen einstellen. Da könnte man auch 14,8 einstellen. Ich habe jetzt dort auch 14,4 Volt eingestellt. Ich verlinke euch die aktuellen Regler unten in der Videobeschreibung und könnt ihr euch die im Detail nochmal anschauen. Wenn die Zellen ausbalanciert sind, laden wir die also mit 3,6 Volt. Das Lipro BMS, was verbaut ist, das balanciert erst ab 3,65 Volt. Das heißt, das BMS balanciert tatsächlich erst, wenn die Zellen driften. Also wenn eine Zelle oder mehrere Zellen mehr als 3,65 Volt haben. Wenn der komplett ausgeglichen ist, der Akku, dann haben die nur 3,6 Volt, dann findet auch kein Balancieren statt. Braucht es ja auch nicht. Der Akku wird also grundsätzlich bis zur Sättigung aufgeladen. Und das seit 7 Jahren. Und von April, Mai bis Oktober jeden Tag. Beziehungsweise, wenn nach der Vollladung irgendein Verbraucher Strom zieht, sogar mehrmals am Tag. Ich lese oft, dass das schädlich ist, dass man die Lithium-Eisenphosphat-Akkus nur bis 80-90% aufladen soll. Unsere hat das jetzt schon um die 2000 Mal, wahrscheinlich eher mehr, gesehen und er funktioniert problemlos. Aber wie schon gesagt, ich schone den Akku dadurch und erhöhe die Lebensdauer dadurch, dass ich den nicht bei jedem Zyklus komplett entlade. Also er sieht quasi keine vollen Zyklen. Wenn der Akku weiter entladen wird, habe ich über einen Batteriecomputer eine Abschaltschwelle eingebaut, die so bei 20 oder 25% den Akku dann abschaltet. Das heißt, prinzipiell erreicht der Akku die Unterspannung gar nicht, sondern der Batteriecomputer schaltet vorher schon die Verbraucher ab. Und das hat auch einen zweiten Vorteil. Sollte das mal nachts zum Beispiel passieren, dass der entladen ist oder so weit entladen ist, und wir stellen das morgens fest, dann kann ich den manuell einschalten und habe dann noch genügend Kapazität drin, um erstmal in Ruhe zu frühstücken, um mich danach ums Laden zu kümmern. Das Ganze ist in den 7 Jahren einmal vorgekommen. Dann schauen wir jetzt mal rein in den Akku, so wie ich ihn letzte Woche aus dem Sprinter ausgebaut habe. Also ich habe den jetzt nicht irgendwie vorbereitet, aufgeladen oder irgendwas, sondern ich habe ihn ausgebaut, hier in den Keller gestellt und dann schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Zellen an. So, wenn ihr an so Akkus rumbastelt, Uhren ab, Armkettchen ab und auch Ringe ab, isoliertes Werkzeug verwenden und in jedem Fall einen Kurzschluss vermeiden. Ich nehme jetzt hier oben die Abdeckung ab. Zu dem Akku im Jeep, der ist wie gesagt exakt genauso aufgebaut. Gibt es ja auch ein Video mit einer ausführlichen Bauanleitung. Das verlinke ich euch oben. Zu dem Akku selbst gibt es auch ein Video, wo ich den mal nach ein paar Jahren gewartet habe. Verlinke ich euch auch oben. Und in der Videobeschreibung. Aber zum Bau von diesem Akku gibt es kein Video, weil ich damals halt einfach noch keine Videos gemacht habe. So, dann messen wir mal die einzelnen Zellen. Ich werde das jetzt nicht zerlegen. Ich versuche jetzt möglichst nah an den Pol ranzukommen. Ich werde hier wahrscheinlich auf den Verbindern messen. Es geht jetzt halt nicht anders. Hier haben wir 3,29 Volt und 0,31 Milliohm. Die zweite Zelle hat 0,35 Milliohm und 3,294 Volt. Zelle Nummer 3 hat 0,3637 Milliohm und 3,295 Volt.
Und die vierte Zelle hat 3,296 Volt und 0,26 Milliohm. Also auch nach 7 Jahren noch relativ ausgeglichen und sehr geringe Innenwiderstände. Ich habe keine Vergleichswerte von vor 7 Jahren, einfach weil ich das damals nicht gemessen habe, also die Innenwiderstände. Das Messgerät habe ich auch erst seit kurzem. Aber ihr seht, die Werte sind sehr ähnlich, die sind sehr dicht beieinander. Das Balancieren funktioniert also offensichtlich. Also anhand dieser Werte erkenne ich dort keinerlei Verschleiß, keinerlei defekten Akku, der funktioniert. Jetzt werde ich den komplett aufladen und dann werde ich einen Kapazitätstest machen. Da sage ich aber auch gleich dazu, ich habe die Kapazität noch nie gemessen. Also ich habe keinen Vergleichswert. Ich kann euch also jetzt nur sagen, nach 7 Jahren hat er die und die Kapazität. Ich weiß aber nicht, wie viel er vor 7 Jahren gehabt hat. So, herzlich willkommen zu meinem hochprofessionellen Versuchsaufbau. Ich musste das jetzt hier so ein bisschen hinbasteln, weil die Kabel so kurz sind von den Geräten. Ich habe hier einen Konstantstrom-Batteriekapazitätstester. Mit dem entlade ich jetzt über den Pluspol. Das ist der, den mein BMS abschaltet bei Unterspannung. Und den Minuspol vom Messschand. Und der andere Pol vom Messschand ist halt am Minuspol vom Akku. Am Messstand ist der Batteriecomputer dran, der zählt mir jetzt einfach nur die entnommenen Amperestunden, die entnommenen Wattstunden und die Zeit, wie lange das läuft. Und hier auf dem Messgerät sehe ich letzten Endes auch nochmal die Amperestunden, die ich entnehme und die Zeit. Ich mache das mit beiden Geräten einfach, um zwei Werte zu haben. Im besten Fall sind beide Werte gleich, im schlimmsten Fall können wir einen Durchschnitt bilden. So, dann geht's schon los. Den drehe ich jetzt auf. Der kann 150 Watt. Ich werde den aber mit so ungefähr 100 Watt betreiben. Das heißt, ich drehe jetzt den Strom auf ungefähr so 7-8 Ampere, damit mir das Ding nicht abraucht. So, und der sagt mir jetzt hier 220 mAh. Der ist bei 218, auch 220 mAh. Also einen leichten Unterschied im Wert haben die. Mal sehen, wie sich das dann hinterher bemerkbar macht. So, mit 8 Ampere entlade ich. 160 Amperestunden hat der Akku. Das heißt, in ungefähr 20 Stunden sehen wir uns wieder. So, das BMS vom Akku hat abgeschaltet und der Kapazitätstester sagt 165,8 Amperestunden bzw. knapp 2100 Wattstunden. Das sieht sehr gut aus. Der Batteriecomputer ist jetzt natürlich aus, weil das BMS abgeschalten hat. Ich werde es jetzt mal kurz manuell zuschalten. So, der Batteriecomputer zeigt 158 Amperestunden an, also deutlich weniger, 7 Amperestunden weniger. Ich kann euch jetzt nicht sagen, welcher von beiden richtig anzeigt, welcher genauer ist. Wenn wir jetzt mal einen Mittelwert bilden, sind wir bei ungefähr 162, 163 Amperestunden bei einer Nennkapazität von 160 Amperestunden. Das sieht gut aus. Erfahrungsgemäß haben die Zellen eine etwas höhere Kapazität als die Nennkapazität. Ich kann euch jetzt hier aber nicht sagen, wie hoch die vor 7 Jahren war, weil ich sie da einfach nicht gemessen habe. Wenn wir jetzt aus beiden Werten den Mittelwert nehmen, sind wir bei 162 Amperestunden und somit mehr als die angegebene Kapazität. Man könnte auch sagen, wir liegen im Bereich der angegebenen Kapazität. Wenn er jetzt weniger Kapazität hat, als er vor 7 Jahren hatte, als er neu war, dann hat er halt ein bisschen was verloren, was aber auch normal wäre. Meiner Meinung nach auf jeden Fall alles im grünen Bereich. Nach 7 Jahren immer noch die Nennkapazität. Jetzt schaue ich nochmal, habe ich eben vergessen, welche der Zellen abgeschaltet hat. Ich vermute, die erste Zelle, die halt immer so ein bisschen schwächelt, die immer eine etwas geringere Spannung hat. So, und wie zu erwarten war, hat die erste Zelle abgeschaltet, das BMS der ersten Zelle. Da ist nur noch eine grüne LED an. Das heißt, die LVP hat ausgelöst und hat den Akku abgeschaltet. Also zusammengefasst, der Akku funktioniert nach 7 Jahren noch im Prinzip wie am ersten Tag. Völlig problemlos und es ist weit weg von Lithium-Eisenphosphat, funktioniert nicht. Was passiert jetzt mit dem Akku? Warum habe ich den ausgebaut? Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass wir aktuell andere Akkus im Sprinter haben. Ich verlinke euch den Instagram-Kanal unten. Dort seid ihr immer ein bisschen eher dran, denn bis das Video gedreht ist und geschnitten ist und veröffentlicht ist,
vergeht immer ein bisschen Zeit. Bei Instagram geht es immer relativ zeitnah. Ja, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann wisst ihr schon, dass der nicht wieder in den Sprinter reinkommt, dass da jetzt andere Akkus verbaut sind. Als ich vorhin gesagt habe, wir hatten seit diesem Akku nie wieder Stromprobleme, das ist nur die halbe Wahrheit gewesen, weil die 160 Amperestunden, die der hat, sind im Winter zu wenig, wenn man mal 3-4 Tage stehen will. Das ganze System, der Verbrauch, die Solaranlage ist für den Sommer bzw. für so Frühjahr bis Herbst ausgelegt. Und da funktioniert das und da reicht auch der Akku völlig aus, aber im Winter halt nicht. Und wir sind jetzt sehr oft im Winter unterwegs gewesen. Wir waren jetzt halt 4,5 Monate in Skandinavien bis in den November, Dezember rein. Und da haben wir halt einfach null Solarertrag, was völlig normal ist da oben, weil die Sonne so tief steht. Und das funktioniert halt mit dem Akku nur sehr schlecht, wenn wir halt auch mal längere Zeit wo stehen wollen. Da es jetzt weiterhin Winter ist und wir jetzt wieder losfahren und den zweiten Teil unseres Sabbaticals in zwar Südeuropa, aber trotzdem im Winter verbringen werden, haben wir jetzt einfach mehr Kapazität, mehr Akkukapazität verbaut. Das hat also überhaupt nichts mit dem Akku zu tun und auch nicht mit der Solaranlage, sondern rein damit, wie das System ausgelegt wurde und dass wir so unser Nutzungsprofil doch deutlich geändert haben. Zeiten ändern sich halt. Ja, wird sich Lithium-Eisenphosphat oder Lithium-Eisen-Yttrium-Phosphat denn nun durchsetzen? Ich denke, die 7 Jahre Nutzung bei uns und die über einem Jahrzehnt Erfahrung insgesamt sprechen für sich. Und ich schätze, unser Akku würde auch noch weitere 7 Jahre völlig problemlos funktionieren. Links zu allem, was ich hier verwendet habe, Links zu den Komponenten zum Bau von so einem Akku und zu dem Video zum Bau von so einem Akku und zur Wartung von dem, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Vielleicht gibt es euch ja den letzten Schubs, wenn ihr über einen Lithium-Eisenphosphat-Akku schon länger nachdenkt. Vielleicht auch, wenn ihr über den Selbstbau nachdenkt, kann ich euch definitiv empfehlen. Ist halt die günstigste Variante, vielleicht nicht so, wie ich ihn gebaut habe, aber es gibt ja heutzutage komplett andere Zellen, es gibt komplett andere BMS, die auch mehr können als das, weil das ist einfach nur Unterspannung, Überspannung, Ausschalter, mehr kann das BMS nicht. Die BMS, die ihr heutzutage bekommt, können viel mehr. Das ist halt einfach Stand der Technik von vor 7 Jahren und er funktioniert aber immer noch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt. Bis dahin. Ciao.